Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Redstone-Tutorial von mir. Heute geht es um ein Transportationssystem, was ich denke selber erfunden habe. Ich weiß nicht, ob es schon jemand anders auf YouTube gemacht hat, aber ich habe es mir auf jeden Fall selber ausgedacht. Es ist ziemlich schnell und ja, komplett automatisch. Was ihr dafür braucht, seht ihr in meinem Menü hier unten und das Boot halt noch. Also ihr braucht einen Block, einen festen, also kein Glas oder Half Slabs oder ich glaube Glowstone geht auch nicht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Was einen festen Block, Redstone Torches, Redstone, Redstone Repeater, einen Knopf, Sticky Pistons, Pistons und ein Boot. Das ist alles. Dann für den Anfang baut ihr einfach hier eine Wand und da könnt ihr einen Knopf hinsetzen. Und ganz einfach. Und dann baut ihr hier immer im Abstand von 1 zwei Blöcke weg. So, ich mache das jetzt halt hier nur mal ansatzweise für den Anfang. Oder beziehungsweise ich werde das dann die einzelnen Schritte dann beschleunigen, wenn man es einmal gesehen hat. So, ja. Ups, da habe ich. So, und auf der anderen Seite macht ihr genau das gleiche, nur halt um eins versetzt. Das heißt, wo hier jetzt die zwei Grasblöcke oder Blöcke, was auch immer sind, die hochstehen, wo kein Redstone ist, kommt auf der anderen Seite die beiden Blöcke weg und Redstone rein. So. Dann nehmt ihr die Blöcke hier alle auch raus. Auf beiden Seiten. Und setzt dann dazwischen Repeater, die jeweils auf dem zweiten Tick liegen. Jetzt setzt ihr auf den hinteren Redstone jeweils immer einen Sticky Piston. Dann diesen Sticky Piston einen normalen Piston, der die Richtung zeigt, in die ihr fahren wollt. Der Piston hier unter dem Knopf muss natürlich auch in die Richtung zeigen, in die ihr fahren wollt. So. Jetzt setzt ihr hier jeweils an den hinteren Sticky Piston einen Block dran und zwischen die Blöcke setzt ihr einen Repeater auch auf der Stufe 2, genauso wie die da unten drunter. So, jetzt kommt der wichtigste Part. Moment, es wird gerade Nacht, da lege ich mich mal schnell, wenn ich eins finden würde, ins Bett. Hier. Tschupp. So. Also. Macht ihr folgendes. Ihr setzt hier noch einen Block hinten dran und setzt auf beide Blöcke Redstone drauf. Da kommt ein Repeater vor, hier kommt ein Repeater vor. Dahinter kommt noch ein Repeater. Die beiden setzt ihr auf die Stufe 4. Dann verbindet ihr einfach den Repeater, wird von dem Redstone gepowert, den Repeater und den Repeater. Also, dass alles verbunden ist. Ja, dann wäre hier der eigentliche Teil schon geschafft. Jetzt müssen wir hier drüben nochmal das gleiche hier mit dem Repeater machen wie hier auf der Seite. Das heißt, whoops, der muss nicht weg. Hier und setzen wir einen Repeater ein, hier und hier. Hier muss natürlich noch der Block hin. Hier zwei Redstone drauf und die auf 4. Der auf und die beiden auf Stufe 1.
Dann kommt hier hinter ein Block mit einem Repeater in die Richtung und einem Repeater in die Richtung. Jetzt kommt ein relativ schwieriger Teil. Oh, da habe ich ganz am Anfang was vergessen. Hier, oft muss mit den Pistons auf der Seite anfangen, wo sich ein Block befindet und nicht der Piston. Ansonsten funktioniert das nicht. Naja. Und dann auf der Seite, wo als erstes der Piston kommt, lasst ihr den Repeater, und auf der Seite, wo der Piston erst einen Block weiterkommt, hier erste Reihe, zweite Reihe, der kommt später, setzt den Repeater auf die Stufe 2. Dann könnt ihr hier noch die Wände alle verschönern. Ups, da gehören keine Blöcke hin. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Jetzt müsst ihr nur noch hier ein Brot reinsetzen, das vielleicht ein bisschen in die Mitte rücken. Ob das funktioniert, wenn man da drüben an der Wand ist, habe ich noch nicht ausgetestet. Und wenn man dann auf den Knopf drückt, fährt man hier durch. Relativ schnell. Ja. Hui. Jetzt wollte ich nochmal ausprobieren, was passiert, wenn man das Boot einfach hier lässt. Ob das dann auch funktioniert? Nee, anscheinend nicht. Das könnte daran liegen, dass ich jetzt sogar ein bisschen mit in die Wand geschoben habe. Also nochmal ausprobieren, ohne in die Wand zu schieben. Jetzt. Und. Nee. Ihr müsst das Boot dann schon ein bisschen mit in die Mitte reinrücken. Also ihr setzt euch rein und fahrt ein bisschen in die Richtung. Dann funktioniert das bis... Sollte es funktionieren? Fragezeichen. Ah, Wayne. Ihr habt jedenfalls gesehen, dass es funktioniert. Normalerweise funktioniert es auch die ganze Zeit. Ihr müsst auf jeden Fall... Ihr solltet euch bemühen, dass ihr keine Wand großartig berührt. So, und dann... Ja, jetzt funktioniert es. Wie schnell das ist, weiß ich leider nicht, aber relativ schnell ist es auf jeden Fall. Und das, ich finde es ganz cool, ist relativ klein, kompakt. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal, euer Hypercan.